Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tibonia The Complete Journey. Ja, wir sind hier im Sprengturm, im Streit mit dem netten Herrn hier, mit Cletus und mit Cole. Wobei, Cole ist jetzt zu viel gesagt, ja, mittlerweile ist Cole ja Donner. Wir haben im letzten Part, konntet ihr zumindest mal sehen, wie wir die Persönlichkeiten hin und her gewechselt haben. Donner ist jetzt im Körper von Cole und offenbar ein wenig verwirrt mit den ganzen Zuckungen. Wir haben dafür beide Fernbedienungen, nämlich einmal die von Cole und einmal die von Donner selber. Und ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal eine der beiden aus. Zum letzten Mal, gib mir diese gottverdammte beschissene Fernbedienung. Ich weiß, du brauchst die Aufstiegscodes, nicht wahr? Was soll das werden, Schlauberger? Du weißt genau, was ich will. Dir geht es gar nicht um Goal, oder? Verplempere nicht meine Zeit, du Freak. Gib mir jetzt die Fernbedienung, oder wir fliegen alle in die Luft. Die Bombe tickt. Upsi! Nein! Du hirnverbrannter Volltrottel! Ich sollte dich... Goal! Das war ja... Wow! Gut gemacht! Ja, sieht so aus. Ich wollte es wohl einfach nicht wahrhaben. Aber offenbar lagst du richtig mit ihm. Warum hat er das nur getan? Ist doch egal jetzt. Hilf mir hoch! Ja, natürlich. Aber nicht bevor ich mich entschuldigt habe. Ich habe dir Unrecht getan. Ich dachte, du würdest mich anlügen. Dabei hätte ich dir von Anfang an vertrauen sollen. Nicht ihm. Hinter meinem Rücken die Bombe zu starten. Unfassbar. Ich könnte niemals mit so einem Lügner zusammen sein. Und trotzdem war es so, oder? Cletus ist der Lügner, richtig? Ja, definitiv. Ja, Cletus hat... Was? Mich angelogen? Mhm. Rufus! Cletus ist, Der Lügner? Sag es doch einfach. Naja. Was soll das heißen? Gibt es noch etwas, das du mir sagen willst? Eine Sache wäre da noch. Was? Ich muss alles wissen. Ich weiß, der Zeitpunkt könnte günstiger sein. Aber nur wenn du mir alles erzählst, kann ich dir wieder vertrauen. Und ich will dir doch vertrauen. Ja, das ist definitiv so. Cletus hat dich nicht belogen. Was war das? Er hat die Zündsequenz nicht gestartet. Das war ich. Du? Heißt das etwa, Cletus hat mich gar nicht verraten? Ich habe ihn vollkommen zu Unrecht niedergeschlagen? Irgendwie schon. Aber dass ich dir die Wahrheit sage, zeigt doch, dass ich hier der Gute bin. Oder? Nein, es zeigt lediglich, dass der bestmögliche Rufus immer noch schlechter ist als Cletus. Goal, lass mich nicht hängen. Ich habe dir doch alles gesagt. Goal. Na, Rufus, hast du es wieder geschafft, dass sich das Blatt in letzter Sekunde gegen dich wendet? Hm? Ich sagte doch, du willst gar nicht gewinnen. Zumindest nicht durch Betrug, nicht wahr? Nun, du hast gut gespielt bis hierher. Aber am Ende kommen die Karten immer auf den Tisch. Ich habe zwei Damen. Was hast du? Spielen wir jetzt Rummy? Tja, sieht so aus, als hättest du es mal wieder versaut, Rufus. Oder hast du etwa noch einen Trumpf im Ärmel, von dem ich nichts weiß? Irgendwie haben wir ja noch einen. Wir fangen erst einmal ganz oben an, Leute. Janosch und seine Widerstandskämpfer werden jeden Augenblick hier oben sein. Diese Jammergestalten, dass ich nicht lache. Ich bezweifle ernsthaft, dass überhaupt noch einer von denen am Leben ist. Das muss ein echter Hirni gewesen sein, der diesen Angriff ausgeheckt hat. Diese ganze Aktion ist dermaßen dämlich, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass du damit nichts zu tun hast. Hey. Okay, Themenwechsel. Goal wird das nicht zulassen. Sag es ihm, Goal. Es tut mir leid, Rufus. Mir auch. Es muss schwer für dich gewesen sein, mir dein wahres Gesicht zu zeigen. Was hat er getan? Ich sehe jetzt, wer du bist. Ganz schön tapfer. Aber es reicht nicht. Leider. Du hast mich einmal zu oft enttäuscht. Du hast die Mädels gehört. Das Spiel ist aus. Hältst du das hier für ein Spiel? Es geht hier immerhin um einen ganzen Planeten voller unschuldiger Menschen. Jetzt hör schon auf mit deinem quasi-moralischen Blödsinn. Es ging dir noch nie um die Menschen. Es ging dir darum, das Mädchen zu bekommen. Und was, mein Freund, unterscheidet dich dann noch von mir? Vielleicht die Tatsache, dass ich kein arroganter Schnösel bin? Genau. Du bist der schmutzige Underdog, der Außenseiter aus der Unterschicht. Aber der bist du nur, solange du immer wieder verlierst. Du kannst nicht gewinnen, ohne genauso zu werden wie ich. Genauso wenig wie du auf Elysium leben kannst, ohne Deponia zu zerstören. Es gibt kein Szenario, in dem du gewinnst.
Ja, wenn er sich da mal nicht täuscht, ich hoffe zumindest, dass er sich täuscht. Das ist noch nicht das Ende. Ich verstehe. Du hoffst auf einen dritten Akt. Der Held läuft auf die Startbahn, klopft an das Fenster des Hochbootes. Die Sache hat nur einen Haken, Rufus. Du bist kein Held. Du bist eine tragikomische Witzfigur. Und dies ist auch keine romantische Komödie. Es ist irgend so ein selbstreflexiver Independent-Scheiß, bei dem es am Ende keine Antworten gibt. Kein Happy End. Nur den Blick in das hässliche Spiegelbild, was zu allem Überfluss dann auch noch den Subtext ausplaudert. Das Chaos kann nicht gewinnen, wenn das Ziel die Ordnung ist. Irgendwie sowas. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem, wir haben immer noch die andere Fernbedienung. Das ist tatsächlich so. Ich habe noch die andere Fernbedienung. Dir fehlt noch eine Dame für dein Full Goal. Die kannst du gerne behalten. Das Spiel ist vorbei. Und der Hauptgewinn reicht mir. Zwei wundervolle, bildschöne Frauen. Eine rechts, eine links und ich in der Mitte. Ihre reinsten und nobelsten Eigenschaften endlich wieder vereint. Mehr als genug Goal für einen maßvollen Mann wie mich. Du hast nur eine dumme Datasette mit Goals geistig-moralischen Kinderkrankheiten. Sie ist ungehobelt, trotzig, streitsüchtig. Das komplette Chaos. Wie Rufus. Genau. Vollkommen nutzlos. Du weißt schon, dass du da von mir redest, oder? Was denn? Wenigstens bin ich ehrlich. Das gefällt dir doch so an mir. Ja. Ja, du hast recht. Aber es ist ein Teil von dir, Goal. Ohne ihn bist du nicht komplett. Das ist uns vollkommen wurscht. Ich habe die besseren Goals und die Aufstiegscodes. Wir sollten jetzt endlich den Countdown hochdrehen. Abschalten kann ich ihn ja nicht mehr. Danke, Rufus. Dafür wird die Explosion gerade mal den Turm selbst betreffen. Danke, Cletus. Weil ich ein Gentleman bin, gebe ich dir und deinen Rebellenfreunden genug Zeit, euch aus dem Staub zu machen. Das ist doch das, was ihr am besten könnt. Leb wohl, Rufus. Du warst vielleicht kein würdiger Gegner, aber ich bin ja Kummer gewohnt. Nein, das kannst du nicht tun. Cletus, Goal gehört zusammen. Wartet, ich... Das wird langsam anstrengend hier. Oh, hat der arme Rufus. Und auch die arme Kohl. Und dort geht's hinunter. Oh mein Gott. Sie haben aufgehört zu schießen. Na, endlich. Du meinst, wir haben gewonnen? Ich weiß nicht genau. Aua. Ruwusch, alle mal aufgebascht. Es ist Ruwusch. Hurra. Janosch. Ihr lebt. Natürlich leben wir. Was dachtest du denn? Wir müssen so schnell wie möglich von hier verschwinden. Der Turm fliegt gleich in die Luft. Dann lass mich schnell alle zusammentrommeln. Vergesst mich nicht. Goal! Eh schon wieder. Goal, du, aber warum bist du nicht bei Cletus? Tja, so verlockend die Aussicht, nach Hause zu kommen, auch war. Ich hätte einen wichtigen Teil von mir vermisst. Und Cletus? Ich habe ihn auf der Gangway ausgesperrt. Krawall-Goal hätte das sicher dramatischer gelöst. Aber ich fand mich auch ganz lässig. Und Cletus hat getobt. Im Angesicht der drohenden Explosion hat ihm aber eine Goal scheinbar ausgereicht. Apropos Explosion. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber was ist mit dir? Ich meine, was ist mit deinem dritten Teil? Wirst du Baby Goal nicht auch vermissen? Tja, ich hab da noch was gefunden auf dem Weg hier runter. So, eine Fernbedienung. Sie wird es sich noch anders überlegen. Vertrau mir. Herr Botschafter, es wird Zeit. Der Turm ist evakuiert. Wir müssen unverzüglich los. Ja doch. Ja doch. Okay. Der Sprengturm donnert da oben und ja. Und es macht Boom, natürlich. Ich wusste übrigens, dass du zurückkommst. Das wusstest du nicht. Wusste ich doch. Ich kann auch wieder gehen. Wirst du aber nie. Argus Plan zunichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und wird dich bewegen,
den Stolz abzulegen, abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren in Untergrundorganisationen. Aber ist egal, lass die Körper stehen, jetzt ist sie zu spät zu gehen. Überhaupt und sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Russa, wie wär's mit Heilbronn? Ja, Hussa, wie wär's mit Heilbronn? Zumindest mal haben wir Kohl zurückgewonnen. Und damit sind wir auch am Ende vom zweiten Teil von Chaos auf Deponia angelangt. Aber die Reise geht noch weiter. Der Complete Journey ist natürlich nicht zu Ende. Und ich hoffe natürlich... Ups, da ist Toni. Hallo, Rufus. Oh nein. Nicht schon wieder. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich brauche deine Hilfe, um die Schrottpresse von Docs mobiler Praxis zu reparieren. Mobile Praxis, genau. Du brauchst mir nichts vorzumachen, Toni. Ich weiß genau, was los ist. Das hier ist keine Schrottpresse und schon gar kein Tutorial. Nein, es ist einfach nur ein wiederkehrender Albtraum. Und dass du hier bist, ist der ultimative Beweis. Denkst du etwa, mir macht das Spaß? Ich meine, wer braucht schon ein Tutorial für ein Point-and-Click-Adventure? Mein Reden. Lass uns die Sache einfach hinter uns bringen, okay? Ich müsste eigentlich bei den Widerstandskämpfern in Porta Fisco sein und gegen den Organon kämpfen. Stattdessen erkläre ich meiner Pestbeule von Ex-Freund, wie man eine Maus benutzt. Wie jetzt? Du denkst, du musst mir was erklären? Wer von uns beiden hat denn den ganzen Quatsch schon zweimal durchgekaut? Ich kenne dieses Tutorial in- und auswendig. Es beginnt damit, dass ich dich ansprechen muss. Na super. Das Schlimmste gleich zu Beginn. Dazu benutze ich... Die Maus vielleicht? Seit wann lasse ich mir von dir helfen? Und worauf wartest du dann noch? Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick, sobald du das Sprechblasensymbol siehst. Nicht vorsagen. Ja, natürlich, natürlich. Zack, wir kommen natürlich hier auch wieder rein. Leute, ja, you are now leaving Deponia. Ja, ist klar, denn, wie gesagt, das ist jetzt der Auftakt, beziehungsweise zum Schluss jetzt das Tutorial vom dritten Teil gewesen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wenn dem so ist, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben. Und Leute, ja, sorry, dass der Bart jetzt ein bisschen kürzer ist, aber beim nächsten Mal geht es dann, wie gesagt, mit dem dritten Teil los, so richtig los. Was ich vorhin noch sagen wollte, bevor dieses Tutorial dann so glorreich begonnen hat, mit unserer Ex Toni, die wir ja auf den Tod nicht ausstehen können, beziehungsweise die uns ja nicht auf den Tod ausstehen kann. Ja, ich bin froh, dass Goal sich für uns entschieden hat, dass sie bei uns bleiben möchte und dass wir sie dann doch irgendwo gerettet haben, beziehungsweise mehr oder weniger ihrem Irrglauben entrissen haben, was natürlich auch gar nicht so verkehrt ist. Doch nichtsdestotrotz haben wir ein Problem, denn wir sind nach wie vor noch auf Deponia gefangen und so wie es Kalidis ja schon angedeutet hat, wird der Weißen Rat oder der Ältesten Rat von Elysium letzten Endes dann doch irgendwann die Sprengung von Deponia beauftragen, was natürlich gar keine gute Sache ist in dem Moment. Ja, Leute, wir wissen noch nicht so genau, wie es weitergeht. Ihr vielleicht schon, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, dann verratet es doch einfach nicht und wartet ab, was weiterhin passiert. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit Deponia, der Complete Journey. Bis dahin, Leute. Ciao.